Rafael Nadal ist nach mehr als 2 Jahren wieder die Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste. Trotz der 3:6, 4:6 Niederlage im Finale beim ATP-Turnier in Peking gegen Novak Djokovic löst der 27-Jährige den Serben an der Spitze ab. Der Joker gratulierte, zeigte sich aber kämpferisch. Ich gratuliere ihm zu einer großartigen Saison. Er spielt definitiv das beste Tennis in diesem Jahr. Aber die Saison ist noch nicht vorbei. Mit dem Finaleinzug baut Nadal seine Erfolgsbilanz bei Hartplatzturnieren in dieser Saison auf 27:1 Siege aus und wird nun die Weltrangliste erstmals seit Juli 2011 wieder anführen. Von Hochmut ist beim 13-maligen Grand Slam-Sieger allerdings keine Spur. Es gibt jetzt keinen Grund zu feiern. Ich muss konzentriert bleiben, denn die Saison ist noch nicht vorbei. Meine Arbeit ist noch lange nicht zu Ende. Ich muss versuchen, weiterhin konstant zu spielen. Und am Ende der Saison gibt es eine Menge Gründe zu feiern, egal ob ich dann die Nummer 1 bin oder nicht. Denn vor einem Jahr war ich noch in einer ganz anderen Situation. Eine hartnäckige Knieverletzung hatte den Spanier im vergangenen Jahr für 7 Monate außer Gefecht gesetzt. In diesem Jahr hat Nadal bereits 10 Titel auf der Tour gewonnen, darunter die French Open und die US Open. Der verdiente Lohn, Nadal ist wieder zurück auf dem Tennisthron.